Ich habe Angst, mich auf Social Media zu zeigen. Es war so richtig unangenehm, ja, weil ich muss mich ja auf Social Media zeigen. Aber das ist so ein richtig unangenehmes Gefühl, was ich immer an mir breit gemacht habe. Dieser Druck, permanent irgendwas machen zu müssen. Und ich wusste gar nicht so richtig, wie ich das machen soll. Ich habe dann immer für so einen Post ewig lange gebraucht und habe das überdacht, was können andere denken und was ist, wenn ich negatives Feedback bekomme oder sogar Leute sagen, dass ich nicht gut genug aussehe oder dass irgendwas an mir kritisieren. Wie reagiere ich dann darauf? Und ich hatte ja so Angst, mich auf Social Media zu zeigen, dass das jedes Mal mir richtig schweißnasse Hände hervorgerufen hat. Und naja, ich wollte ja eigentlich Neukunden auf Social Media gewinnen. Und dafür musste ich ja irgendwas posten und ich konnte auch nicht für jeden Post so lange brauchen. Aber ich wollte ja mehr Leute erreichen und ich wollte ja auch sichtbar werden für meine Wunschkunden. Und ich wollte da vor allen Dingen da draußen ja auch Menschen helfen. Ich wollte sie überzeugen. Ich wollte, dass sie meine Postings sehen, mich sehen und ja auch Vertrauen zu mir aufbauen und mich wahrnehmen als Experte. Aber wie zeige ich mich dann, weil ich habe ja so eine Angst gehabt und war so unsicher, mich auf Social Media zu zeigen. Und ja, dieses Neukundenthema, das war für mich in Verbindung mit Social Media wirklich sehr, sehr schwierig. Und ja, ich habe dann angefangen, natürlich zu suchen. Und dann kamen diese Canva-Vorlagen und es kamen Stockbilder auf einmal. Und ich dachte mir so, hey, das ist doch eigentlich perfekt, weil ich kann diese Stockbilder oder Canva-Vorlagen nehmen und ich kann die auf Social Media zeigen. Und ich kann die auch in die Stories packen und dann bin ich sichtbar. Und ich vor allen Dingen, ich muss mich nicht zeigen, also mich selber ja nicht, weil ich habe ja so eine Angst gehabt, mich auf Social Media zu zeigen. Und dann habe ich die verwendet und es ging auch ganz schnell und ganz easy. Und ich wurde sichtbar. Und auf einmal kamen auch Leute und wurden darauf aufmerksam und haben mich darauf angesprochen. Und wir haben auch Kunden gewonnen. Und wir hatten auf einmal auch mehr Umsatz, viel mehr Umsatz. Und wir haben die Leute auch überzeugt. Und so konnte ich natürlich auch Menschen helfen. Aber ich habe auf einmal gemerkt, dass es gar nicht ausreicht. Denn wir haben gerade so überlebt, das war in Ordnung, ja. Aber ich wollte ja mehr. Ich wollte ja mich vergrößern. Ich wollte ja mehr Mitarbeiter. Und ich wollte vielleicht auch irgendwie, ja, ich wollte einfach noch bekannter werden. Und ich habe einfach gemerkt, dass ich mich auf Social Media zeigen muss. Aber jedes Mal, wenn ich das machen wollte, dann habe ich entweder ewig dafür gebraucht oder viele Anläufe gebraucht auch, ja, in den Stories und habe es dann doch nicht gepostet und dann doch wieder auf Canva-Vorlagen zurückgegriffen oder auf irgendwelche Stockbilder. Weil ich hatte so eine Angst und war so unsicher, mich auf Social Media zu zeigen, dass es für mich so eine richtige Hemmschwelle war, wie so eine unsichtbare Wand. Und ich habe mich ganz unwohl dabei gefühlt. Und vor allem hatte ich aber auch Angst vor dem Feedback. Und in meinem Gedanken war natürlich immer, vielleicht bin ich nicht perfekt genug, vielleicht mögen mich die Leute nicht. Und ja, das ging dann so weit, dass ich einfach auch die ganze Zeit immer so einen Druck in mir hatte, dass ich ja was machen muss. Und ich habe immer wieder angefangen, was zu machen und habe immer wieder aufgehört. Weil ich dann einfach irgendwann, ja, andere Dinge waren wichtiger und ich habe mir das selber auch eingeredet, dass andere Dinge wichtiger sind. Und ja, und irgendwann kam dann Maria und hat zu mir gesagt, so, jetzt machen wir einen YouTube-Kanal auf. Und jetzt kam ja zu diesem Social-Media-Thema, ich habe ja Angst, mich auf Social Media zu zeigen, noch dazu, dass wir einen YouTube-Kanal aufmachen. Und da musste ich mich ja auch zeigen. Und da hat sie dann auch zu mir gesagt, du musst jetzt anfangen, dich zu zeigen, sonst wachsen wir nicht weiter, weil diese Videos wollten wir auf Instagram zeigen. Das heißt, ich hatte jetzt nicht nur Angst, mich auf Instagram oder auf Social Media zu zeigen, sondern ich hatte auch Angst, mich generell zu zeigen, vor der Kamera. Und ja, dann hat sie zu mir gesagt, Ab Montag musst du jeden Tag eine Story machen, in der du dich zeigst. Und wir posten Bilder von uns. Und das war Freitag, ich weiß das noch, wie wirklich. Und dann wirklich das ganze Wochenende über ging es mir so schlecht. Ich weiß das noch, ich musste die ganze Zeit im Hinterkopf, hatte ich dieses Montag muss ich mich vor der Kamera zeigen und Montag muss ich mich auf Instagram oder Facebook oder Social Media zeigen. Montag muss ich mich zeigen. Und das ganze Wochenende war wirklich, ich habe mich gar nicht richtig erholen können. Ich habe nachts darüber nachgedacht, ich habe auf der Couch darüber nachgedacht, beim Fernsehen schaue ich darüber nachgedacht. Wir waren da sogar noch essen und ich habe darüber nachgedacht. Ich war gar nicht wirklich da. Ich war wie weggetreten. Und dann war es Montag, ja,
Und dann nehme ich mein Handy und musste mich ja heute auf Social Media zeigen. Und ich hatte ja wirklich so eine Angst und war so unsicher, mich auf Social Media zu zeigen. Und dann habe ich die Kamera genommen und habe, ich weiß das noch, eine Story einfach gedreht und habe irgendwie über unser neues YouTube-Video geredet und bekam total gutes Feedback auf einmal. Auf einmal kam total gutes Feedback. Die Leute haben mich dafür gefeiert. Sogar Freunde und Bekannte kamen auf mich zu und meinten, super, was du da auf Social Media machst. Und ich habe so ein bisschen gemerkt, dass meine Angst gar nicht berechtigt war, mich auf Social Media zu zeigen, weil das, was ich eigentlich dachte, was kommen würde, dass Leute vielleicht denken, ich bin nicht schön genug oder vielleicht nicht, nicht das, was sie sich vorstellen oder mir vielleicht nicht vertrauen oder ja, mich vielleicht irgendwie überheblich oder arrogant sogar empfinden oder als wenn ich irgendwas Besseres wäre, die war gar nicht begründet, weil ich habe total gutes Feedback bekommen. Und als ich das dann eine Woche lang gemacht habe, habe ich gemerkt, dass wir immer mehr Kunden gewinnen. Wir haben immer mehr Umsatz gemacht. Und so habe ich einfach für mich erkannt, dass ich mich jetzt überwinden muss und das einfach regelmäßig machen muss. Und diese Angst, die ich vor Social Media habe, vor allem mich dazu zeigen, dass die Folge unbegründet war. Ich musste mich jetzt einfach nur überwinden. Und so habe ich mich überwunden und habe mich einfach regelmäßig auf Social Media gezeigt und habe meine Unsicherheit beiseite geschoben und habe auch immer weniger Canva-Vorlagen oder Vorlagen gepostet, sondern habe einfach immer mehr wieder mehr von mir gezeigt, weil ich gemerkt habe, dass ich viel mehr Menschen draußen helfen kann und dass ich vor allen Dingen Neukunden gewinnen kann. Und es hat mich so glücklich gemacht, ja. Und es hat mir auch so viel Bestätigung gegeben, dass das funktioniert, was ich mache, dass wir sogar sechsstellige Umsätze gefahren sind. Also wir haben sechsstellige Umsätze gemacht und das hat mich dazu bestätigt, mich zu vergrößern. Wir haben Mitarbeiter eingestellt und ich habe gemerkt, dass das wirklich nur im Kopf war. Es war nur in meinem Kopf. Es war gar nicht berechtigt. Und ich habe die ganze Zeit auch so viel Zeit damit verschwendet, ja, mich davor zu drücken und davor herumzudrücken und mir irgendwie Auswege zu suchen, dass ich gar nicht gemerkt habe, dass ich mich eigentlich nur überwinden muss. Und das hat mich einfach ja heutzutage immer noch inspiriert, einfach weiterzumachen. Und obwohl es mich heute immer noch Überwindung kostet, ja, fällt es mir aber immer von Mal zu Mal leichter, mich auch auf Social Media zu zeigen, weil ich mehr Menschen da draußen helfen kann. Und vielen Menschen da draußen geht es genauso wie mir. Und wenn es dir vor allem auch so geht, ja, und du auch denkst, boah, ich habe so Angst, mich auf Social Media zu zeigen, ja, und ich weiß vor allem gar nicht mehr, was ich starten soll, dann geht es dir genauso wie mir, ja, weil genauso wie ich Angst habe, ja, und diese Angst überwunden habe, kannst du auch deine Angst überwinden. Und du kannst dir auf jeden Fall davon bei mir helfen lassen, weil ich habe es ja auch geschafft, also kannst du es auch schaffen. Und dafür wende dich einfach an mich, ja, geh auf unsere Webseite, gib www.strehl-müllehoffmann.de ein und trag dich doch einfach für ein kostenloses Erstgespräch ein. Und dann spreche ich mit dir natürlich darüber und wir schauen einfach, wie es auch für dich möglich wird, Neukunden über Social Media zu gewinnen, ohne Angst zu haben, sich auf Social Media zu zeigen. Und da kann ich dich einfach nur zu ermutigen, ja, mit mir zu sprechen und vor allen Dingen auch demnächst diese Angst zu überwinden, sich auf Social Media zu zeigen und auch Neukunden zu gewinnen und mehr Menschen da draußen zu helfen, aber auch zu erreichen.